Und ein kleiner Disclaimer am Anfang. Ich muss sagen, ich habe dieses Video relativ schnell produziert. Die Zeit war knapp, das ist ehrlich so. Deshalb ist es an manchen Stellen nicht so qualitativ wie sonst und wie ihr das gewöhnt seid. Das ist ab nächsten Video wieder besser. Und ich würde sagen, wenn ihr mir das verzeiht, könnt ihr das gerne anschauen. Und dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit dem wirklichen Video. Grüßt euch, ihr gepflegten Freunde des Kriegsklemmbausteins, und zwar heute wieder zurück. Und ich freue mich, dass ich zurück bin, weil das ist jetzt das erste Video, was ich wieder aufnehme, seitdem ich meinen Unfall hatte und seitdem ich meine OP hatte. Ich bin zwar noch einhändig, dementsprechend wird es jetzt kein Live-Aufbau-Video oder ähnliches geben, sondern nur Step-by-Step, wo ich euch dann zeige, wie weit es geht. Und wir fangen halt auch einfach mal mit einem etwas kleineren Set an, damit das jetzt erstmal schön von der Hand geht. Und zwar haben wir heute ein wunderschönes Set aus der Zeit des Kalten Krieges aus der DDR, den Wartburg 353 von Kobi. 73 Teile haben wir hier. 1 zu 35 ist die Skala. Und weißt du, ich habe das gebraucht gekauft, gebraucht, original verpackt. Ich wette, das war mal in einem Shop, deshalb ist das hier vorne so ausgebleicht. Das stand in der Anzeige, deshalb kein Problem. Und den bauen wir heute zusammen auf und ich zeige euch mal, was ich davon halte. Und zwar ist der Wartburg aus der Youngtimer Collection. Ich finde es sehr schön, dass hier immer die Daten mit aufgedruckt sind, wie auch bei der Historical Collection. Und zwar wurde dieses Fahrzeug von 1966 bis 1988 in eben Ostdeutschland produziert, hat 920 Kilogramm gewogen und eine Topspeed von 130 Kilometer pro Stunde. Das ist nicht mal so schlecht, muss man ja sagen. Wir bauen jetzt diesen wunderschönen Wartburg auf jeden Fall auf. Das freut mich besonders als Ossi-Kind, was zwar natürlich nach der Wende geboren ist, aber eben im Osten groß geworden ist. Und dann sehen wir uns jetzt, nachdem ich es ausgepackt habe. Und auch dieses Modell von Kobi ist vollständig bedruckt, das habe ich noch vergessen zu sagen. Hier haben wir solche schönen Teile, wie zum Beispiel hier die Stoßstange mit den Scheinwerfern. Wunderschöner Druck. Die Kamera macht leider nicht mit. Ah, jetzt macht sie mit. Wunderschön. Genau das haben wir natürlich auch nochmal von hinten, einen wunderschönen Druck vom Wartburg mit den Scheinwerfern. Hier mit so einem schönen Kennzeichen, wo Wartburg 363 draufsteht. Und hier nochmal ein Wartburg-Schriftzug. Hier dann eine schöne Scheibe. Und wie wir das von Kobi auch kennen und gewöhnt sind, haben wir hier die Anleitung. Ist jetzt eine kleine Anleitung, aber bei 73 Teilen auch nicht verwunderlich. Und dann haben wir noch drei Bauschritttüten. Diese drei Teile hier waren unverpackt. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall beim ersten Bauschritt. Und zum ersten Mal sehen wir uns jetzt nach Bauschritt 4 und ich muss sagen, ich freue mich wirklich mal wieder was von Kobi zu bauen. Ich habe in letzter Zeit sehr viel von Sluban und auch chinesische Hersteller gebaut und naja, da ist halt manchmal die Teilequalität echt in Grenzen. So ein Problem hat man nun mal mit Kobi nicht. Und auch bei so einem kleinen Set achten die drauf, dass da alles wirklich sehr gut funktioniert. Und ich muss sagen, nach Bauschritt 4, man sieht doch so langsam, es wird ein Auto. Das geht natürlich auch flott voran bei nur 73 Teilen. Ist ja auch völlig logisch. Wir haben jetzt den Unterboden schon mal so ein bisschen angefangen. Im nächsten Schritt werden wir dann jetzt die Radkästen reinbauen, die sich in dieser kleinen Tüte hier befinden, genauso wie das Lenkrad und ein paar Deko-Teile. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall nach ein paar Bauschritten wieder, wenn ich wieder was Schönes zeigen kann. Bisher ist eben, wie gesagt, die Teilequalität Kobi-typisch wunderbar. Sie sehen alle wirklich schön aus, haben eine tolle Klemmkraft. Ich finde es auch schön, dass wirklich auf jeden Stein nochmal einzeln Kobi draufsteht. Die wissen halt, dass sie es gut machen und dann trauen die sich auch ihren Namen draufzuschreiben. Sei ihnen auf jeden Fall gegönnt. So, und fertig sind wir jetzt schon mal mit dem Bauschritt 7. Wir haben jetzt hier schon mal schön die Radkästen angebracht. Sieht man, nimmt langsam Gestalt an. Hier wird nun wahrscheinlich die Fahrerkabine sein. Und hier hinten der Kofferraum. Natürlich immer alles nur angedeutet. Ich meine, das ist ein 73-Teile-Set. Ich möchte es nochmal dazu sagen. Und für 73 Teile sieht das, was wir bisher gebaut haben, echt nicht schlecht aus. Muss man doch eigentlich fairerweise sagen. Und nochmal kurzzeitig hier der Einschub. Natürlich mache ich in Zukunft Krieg der Steine-Sets. Also Sets, die über Krieg handeln. Aber hin und wieder möchte ich auch mal ein ziviles Fahrzeug reinbringen oder einfach Sets, die mir ein bisschen am Herzen liegen. Und wie gesagt, ich bin einfach als Kind nicht damit aufgewachsen, aber habe einfach hier im Osten sehr viele von diesen Autos noch gesehen. Und dementsprechend möchte ich auch mal gerne einen Trabi zeigen, in Wartburg zeigen. Ich meine, die, die es interessiert, die schalten einfach ein bei so einem Set, die anderen schalten nicht ein. Und so kann man das ja handhaben. Und am Ende bleiben wir doch alle Freunde, würde ich sagen. Ich baue jetzt hier weiter, habe meinen Spaß damit und dann sehen wir uns beim nächsten Bauschritt, wenn es wieder was zu zeigen gibt.
Und wieder sehen wir uns nach Bauschritt 10. Es geht wie gesagt alles flott. Ich meine, es ist ein kleines Modell, aber es macht echt Spaß. Hier haben wir jetzt schon die Außenwand so ein bisschen ausgearbeitet. Da haben wir wieder eine glatte Fläche geschaffen, nachdem ja hier die Radkästen erstmal sehr weit oben standen. Wir haben hier noch Querverstrebungen eingezogen. Das macht es alles schön stabil. Man hat auch was in der Hand. Man fühlt was. Es ist auch gewichtsmäßig nicht das Schlechteste. Und für so ein kleines Modell ist das beachtlich, was ja noch nicht mal fertig ist, dass es sich einfach sehr wertig anfühlt. Ja, was kann man noch dazu sagen? Ich würde sagen, von der Form würde ein echter Wartburg-Fan jetzt schon erkennen, dass es darauf hinausläuft. Wir haben hier schon mal die Aufnahmen jetzt gebaut. Relativ simpel gelöst natürlich, wo dann später die Formteile rankommen. Ja, natürlich sind es Formteile, 73 Teile auf so einem Maßstab, da was hinzubekommen, natürlich sind es Formteile. Aber das ist nicht schlimm, finde ich jetzt zumindest. Wenn es sich dann richtig schön ins Modell einfügt, ist das nicht schlimm. Und dann sehen wir uns jetzt wieder beim nächsten Mal, wenn ich den nächsten Bauschritt für so wichtig erachte, dass ich ihn euch zeige. Wir sind jetzt mit Bauschritt 14 fertig und man muss ja wirklich sagen, Kobi schafft's mit so wenigen Teilen noch ein bisschen Innenraum zu simulieren und man hat Spaß damit. Es macht Spaß. Wir sind hier jetzt bei der Verkleidung. Hier haben wir übrigens noch ein schönes bedrucktes Teil, so ein paar Luftauslässe, Einlässe. Kreuzigt mich, wenn's falsch war. Sorry. Auf jeden Fall so angedeutet natürlich schön die Wartburg. Elemente, wo man sagt, alles klar, der ist halt sehr, sehr flach, sehr eckig, sehr kantig. Ja, wir sind jetzt kurz davor, die Formteile drauf zu bauen. Der Innenraum wird dann noch fertig gemacht. Wir haben hier so einen kleinen angedeuteten Spiegel. Finde ich alles schön schnucklig, um sich's hinzustellen. Und dann sehen wir uns, denke ich, jetzt beim nächsten Mal, wenn es fertig ist und ich dann mein Fazit dazu bringen kann. Und da ist auch schon fertig der wunderbare Wartburg 353, hergestellt in der EU mit der gewohnten Kobi-Qualität. Wir wissen ja alle, Kobi als ein toller polnischer Hersteller. Und man muss sagen, die haben sich echt was gedacht. Was die aus den 53, sage ich schon, aus den 73 Teilen rausgeholt haben, ist echt Wahnsinn. Und zwar, wie gesagt, Kobi hat sich was dabei gedacht. Ich habe mir leider nichts dabei gedacht beim Zusammenbau. Ich habe nämlich einen Fehler beim Dach gemacht. Diese abgerundete Ecke hier, die diesen großen Spalt hinterlässt, sollte eigentlich nach vorn. Und da habe ich, wie gesagt, einen kleinen Fehler gemacht. Ich werde es jetzt als einarmiger Bandit auch erst gar nicht probieren, diese Kobi-Klemmkraft auseinanderzukriegen. Das lassen wir mal lieber. Bei dem Set ist auch hier so ein kleines schönes Schildchen dabei. Das ist ähnlich wie beim Roten Baron bei der Volker der DR1. Das ist natürlich ein bisschen größer, aber von der Machart ähnlich, zumindest vom Aussehen. Man würde es sofort erkennen, es ist von Kobi. Und wie gesagt, die Qualität ist echt toll. Man hat hier keine Teiletreiberei. Es gibt es bei jedem anderen Set, dass du Stellen hast, wo du denkst, hätte man jetzt da dieses Teil reinbauen müssen, 100-mal reinbolzen, hätte man da nicht gleich das Große nehmen können. Das gibt's hier halt einfach nicht. Und deshalb kriegst du aus so wenigen Teilen so ein schönes Modell raus. Und das muss man einfach Kobi zugute halten. Ich muss auch wirklich sagen, dass es von der Bauanleitung, wie bei Kobi üblich, so gut wie nie Fehler gibt. Und deshalb eben auch hier keine Fehler. Es hat wirklich Spaß gemacht, was die aus 73 Teilen rausgeholt haben. Ich bin ein Fan davon, gerne mehr davon von Kobi. Ich werde auch noch die anderen aus der Youngtimer Collection Reihe ausprobieren. Ob ich die jetzt zwangsweise zeige, wird sich zeigen. Ich werde auf jeden Fall dann immer mal in einem Video erzählen, ob ich Spaß damit hatte oder nicht. Und ja, ich hatte mit diesem Modell Spaß. Keine Frage, ich hatte mit diesem Modell Spaß. Ich kann es euch nur empfehlen. Ich habe es jetzt für 9 Euro gebraucht auf eBay gekauft. Also wie gesagt, neu und original verpackt, auch halt von dem Händler, der es im Regal stehen hatte oder im Schaufenster. Und dementsprechend, es war neu. Es hat halt diese Ausbleichung, sonst war es neu. Als Schlusswort kann man sagen, Kind kann gut damit spielen, die Reifen sind sehr schön leichtgängig. Und wenn Kind damit spielen darf und nicht Papa sagt, er will es ins Regal oder die Vitrine stellen, das weiß man ja nie. Dann wird es damit trotzdem Spaß haben. Es ist wertig, es fühlt sich nach was an, es hat ein bisschen Gewicht, es ist stabil, das kriegst du nicht kaputt. Es hat nur wenige Formteile für so ein Modell in 1 zu 35 mit so wenigen Teilen. Und dementsprechend würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr ja gerne mal eure Meinung zu dem Modell in die Kommentare schreiben, wenn ihr es schon mal gebaut habt.
Wie habt ihr das empfunden? Habt ihr das genauso gesehen? Habt ihr das anders gesehen? Könnt ihr ja unten reinschreiben. Und dann würde ich sagen, haut rein. Euer Krieg der Steine. Und zwar haben wir hier wirklich ein wunderschönes Modell. Die Leute haben sich da echt was gedacht. Der hier versaut's euch. Ich wollte es euch nur sagen. Können wir jetzt weitermachen?